heute wird ein kleiner Junge das erste Mal Joyas in der Stadt treffen. Ja! Alter, Leontie, wie siehst du denn aus? Ich sprühe mich jetzt erstmal ein. Entschuldigung, wollt ihr mit mir auf ein Date gehen? Hey Freunde, was geht ab und herzlich willkommen beim neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute habe ich Special Gäste bei und zwar den Leontie. Leute, heute wird's richtig krass, denn der Leontin, der hat sich ja letztes Mal Chayas geklärt, Freunde. Und Leontin wird sich heute mit seiner Freundin in der Stadt treffen, ne? Haben die Leute die schon mal gesehen? Nee, oder? Nee. Wie lange seid ihr schon zusammen? Total lange, 2 Wochen. Total lange, 2 Wochen, sagst du? Mhm. Ja, Leontin, wollen wir denn jetzt mal losgehen, oder was? Sieht perfekt aus. Ja, nee, so kannst du nicht gehen. Schau mal, Mund perfekt. Ja, guck mal, du bist doch Schokolade am Bauch hier. Den Bauch sieht man fast. Komm, ja, jetzt haben wir auf Nutella zu essen. Komm, wir holen jetzt erstmal einen Anzug her. Let's go, Leontin. Guck mal, ich hab mir jetzt Anzug und so rausgeholt. Jetzt schmeiß ich mich erstmal richtig in die Schale. Alter, was hast du denn hier alles, ey? Alles. Ja, Sekt da! Oha! Ich mach deine Krümel da dran. Ja, okay, Entschuldigung, Leontin. So, Leontin, dann springst du jetzt und dann, let's go, dann hast du die Sachen an. Wow, Alter, Leontin, wie siehst du denn aus? Ey, du hast dich ja komplett verändert. Zeig dich den Leuten mal. Alter, Leute. Oh mein Gott. So werde ich jetzt die Chayas aufreißen holen. Alter. Ey, Leontin, du bist ja top in Schale geschmissen, ne? Ja. Lass mal. Oh, Alter. Dann komm, hol mal dein Handy, lass mal deiner Freundin mal eine Runde schreiben hier. Schreib mal mit der, ne? So, Marvin, ich hol jetzt erstmal mein Handy und werde schauen, wo die Perle bleibt. Okay, Leontin, dann mach das mal, ne? Bleib mal da. Ja, let's go, ich warte. So, Leontin, was machst du denn jetzt gerade? Ich schreib mit meiner Chaya. Wie mit deiner Chaya? Zeig die mal. Alter, das ist deine Chaya? Ja. Oha, weil die läuft ja richtig. Zeig mal, was schreibt ihr so? Also, sie schreibt, ich vermiss dich. Ja. Schreib mal, du vermisst sie auch. Zeig mal. Oha, Junge, bei dir läuft ja richtig. Ja, ja. Ja, lass mal warten, was sie antwortet, ne? Ja, ja. Willst du mal fragen, ob ihr euch heute treffen wollt? Ja, ja. Frag sie mal, frag mal nach. Warte. So, Leontin, hat sie jetzt geantwortet? Ja. Was hast du denn geschrieben? Lass uns unbedingt, ich will dich wiedersehen. Du bist total süß. Oha, bei dir läuft richtig, ne? Ja, ne, schick ihr doch mal, sag ihr doch mal, ja klar, frag mal wo. Warte. Schreib, lass Rheingalerie treffen ja. Oder so. Aber du musst dann später noch kurz ohne mich hin, weil ich muss mal kurz weg. Ja, ja. Das heißt, die ersten Tag musst du alleine machen, ne? Was denn, Leontin? Warte, schau, 17 Uhr in der Rheingalerie. Alter, hast du ja auch ein Date richtig, ja. Ne? Oha. Warte, ich schreib dir noch, dass wir Takis und Prime holen. Ja, ja, mach mal gerne, ne? Ja, super, cool, dann bis gleich. Ich muss jetzt eben noch lernen, bis gleich. Sag mal. HDL, was ist das? Was HDL? Was ist das? Das weißt du nicht? Nein. Leute, schreibt mal in die Kommentare, was HDL heißt. Was ist das? Wieso eine Pfirsich und ganz viele Herzen? Hat sie ein Pfirsich-Emoji geschickt? Ein Pfirsich. Oh, weiß ich nicht, Leute. Schreibt mal in die Kommentare, was ein 40-Emoji heißt. Ja. Ja, dann mach dich jetzt mal fertig, ne? Naja. Ja, let's go. Let's go. So, Leute, jetzt fahre ich erstmal mit Go-Kart in Rheingalerie. Meiner Chaya. Warte. Schon Soundcheck. Warte. Wir sehen uns gleich, wenn wir da sind. So, Leute, ich muss mich umziehen, weil ich bin hingeflogen. Ich bin ins Wasser hingeflogen. Ich warte jetzt erstmal noch auf meine Freundin. Marvin kommt auch noch später. Ja. Ich bin jetzt erstmal hier und jetzt werde ich erstmal hier warten. Für mein Date. Sie hat auf WhatsApp geschrieben, dass sie in 2 Minuten hier ist. Damit möchte ich meine Chaya beeindrucken. Das werde ich ihr dann schenken. So, Leute, ich habe meiner Freundin geschrieben, dass ich jetzt hier in der Rheingalerie bin. Und jetzt werde ich erstmal so ein paar Blumen und Packages und Prime suchen. Kauft es und werde sie damit überraschen. Ich hoffe, sie wird sich freuen. Dass wir heute Abend, dass wir so ein schönes Date haben. Auf die Blue Heats, da stehen die Girls am meisten drauf. Jetzt nehme ich erstmal noch 2 Primes. Jetzt. Wir sehen uns gleich wieder. Jetzt habe ich jetzt alles gekauft. Hier habe ich noch einen Kinderschuhanzug gekauft. Jetzt gehe ich erstmal auf mein Date. Ich war jetzt erstmal kurz im Nagelstudio, habe mir die Nägel gemacht, dass ich auch gut aussehe. Und meine Chaya ist auch 10 Minuten zu spät. So schlecht, ey. Ich muss jetzt ganz schnell zu Douglas gehen, weil ich denke richtig, ich muss mein Parfüm drauf machen. Ich habe da einen Geheimtipp, wo die Chayas draufstehen. Das werde ich nur euch sagen, okay? Niemand sagen. Ich sprühe mich jetzt erstmal ein. Das reicht erstmal. Das hat so einen vanilligen Duft. Da stehen die Chayas richtig drauf. Es bringt nichts, wenn ihr wie Boss riecht, aber wenn ihr wie Hugo aussieht. Ich gehe jetzt erstmal weiter und gucke, wo die bleibt. Ey Leute, ich sitze hier schon die ganze Zeit. Ich glaube, die hat mich heute im Stich gelassen. Ich warte hier die ganze Zeit. Ich bin richtig sauer, die hat einen Olm. Ihr seht es jetzt auch gerade ja eingeblendet
auf WhatsApp. Sie hat mich einfach sitzen gelassen. Sie hat einen neuen. Ich bin jetzt stinksauer, ich hole mir jetzt eine neue. Die war eh hässlich, dieser Ausbrand. Mein linker Zeh. Suchen jetzt eine neue, let's go. So, Leontin. Hast du jetzt Bock auf Chayas, ne? Ich helfe dir jetzt ein bisschen. Ja. Das sind zwei Stück. Komm, du machst das jetzt. Du hast alles. Du riechst gut. Nein. Komm hier, das schaffst du. Let's go hier. Zieh durch. Ey, warte, hier hast du noch ein bisschen Geld. Hier hast du noch einen Zehner, wenn du was brauchst, ne? Kannst du mit dir was essen gehen? Hier, durch. Danke, tschüss. So, Leute. Ich gehe jetzt mit den Chayas klären. Hallo? Hallo? Entschuldigung, wollt ihr mit mir auf ein Date gehen? Ich habe hier auch Takis und Prime dabei. Okay, tschüss. Also, sie hat wirklich Ja gesagt. Was ist? Sie hat Ja gesagt. Ja, dann kannst du dir jetzt klären? Nein. Wieso? Nee. Kein Bock. Siehst du da vorne? Die da vorne, die da steht? Ja, ich nehme die. Ja, nimm die, klärt die dir, ne? Ja, ja. So, Leute. Und jetzt erstmal noch das zweite. Hallo, willst du mit mir auf ein Date gehen? Wieso? Ich habe ja auch Takis und Prime und so dabei. Auch ein Zehner. Ich glaube, ein bisschen zu jung bist du aber, oder? Du siehst aber auch aus wie 13. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Okay, dann bis später. Gelaufen. Wieso? War nicht gut? Ja, sie hat gesagt, ich bin zu jung. Ey, warte, ich hab eine andere Idee. Was denn? Nein, ich hab eine andere Idee. Ja, warte. Was? Ich sehe aber aus wie 8, aber ich bin 23 Jahre alt. 23, kleinwüchsig, ja. Da hast du recht. Vielleicht lässt sich ja was einrichten. Okay, tschüss. Mann, ich hab gesagt, ich bin 23 und dass ich kleinwüchsig bin. Läuft nicht gut, oder was? Ja, läuft nicht gut. Ey, dann lass mal weitergehen. Komm mal, nimm mal dein Geld mit hier. Hast ja extra alles gekauft, nicht in Schale geschmissen. Der Anzug ist zwar ein bisschen missgelaufen, aber lass mal weitergucken, gib nicht auf, ne? Ja. Siehst ja auch gut aus heute. Ja. Gut, dass ich dazugekommen bin. So, wir gucken jetzt erstmal weiter, komm mit. So, lass mal weitergucken. Marvin! Was ist denn? Liebe geht ja durch Magen, gell? Ja. Jetzt möchte ich erstmal hier bei diesem Essen-Restaurant-Ding hier gucken. Ob hier ein paar Chayas drin ist? Ah, ist eine gute Idee. Ja, ja. Ja, vielleicht sind die auch hungrig. Lass mal hier gucken. Komm, Leontin, ich helfe dir. Komm mal mit. Jetzt suchen wir jetzt erstmal hier eine für dich, ne? Guck mal da vorne, die beiden, ne? Diese Händchen halt. Siehst du die da? Die nehmen das, ne? Immer schön quatschen und dann kannst du dir auch mal deine Süßigkeiten zeigen. Entschuldigung. Hallo? Was holt ihr euch so? Was? Ach so. Richtig. Wieso, was war denn? Ich habe warum, was war denn? Erzähl weißt, mal. Was sie gesagt hat? Nee, was denn? Bitte weg. Wie weg? Ja, weg. Ey, du bist total attraktiv, siehst gut aus, top gestylt. Gut, du hast jetzt keinen Anzug an, aber. Ja, echt, ist alles. Ich versteh's nicht. Marvin, ja. Ich glaube, mit Jacke funktioniert. Nee, mit Jacke funktioniert, du hast recht. Komm, wir gucken mal weiter. Ey, Leontin, was ist denn los? Marvin, ich bin richtig sauer. Was ist denn? Ich hab mich hier in die Schale geschmissen, hab mir richtig gute Sachen geholt. Zwar, der Anzug ist jetzt im Schlamm. Aber ich hab mich richtig in Schale geschmissen. Was ist jetzt los mit den Chayas? Ey, ich weiß auch nicht, was mit dir los ist, aber ich glaube, wir finden heute noch einen, ey. Das kann ja nicht sein, ey. Let's go, Leontin. Komm, wir gucken mal weiter. Leute, ich kann schnell die drei. Entschuldigung. Und was macht ihr heute noch so? Wollt ihr mit mir auf ein Date gehen? Ist die Scheiße. Schon wieder, oder was? Ja, weißt du, was die gesagt haben? Nee, was denn? Die haben gesagt, frag mal die oder so. Keine Ahnung. Ey Mann, das kann nicht sein. Ja, die drei da. Ja, komm, wir gehen weiter. Das gibt's doch gar nicht. Ne? Was sollen wir jetzt machen? Keine Ahnung. Ey, aber ich bin mir sicher, die standen doch auf dich. Aber wir finden schon neue, ne? Ja. Let's go. Ey, Leontin, ich Marvin, weiß, ich was ist denn? Ich hab eine gute Idee. Ja? Ich hab so einen guten Laden da. Wollen wir mal hingehen, oder was? Schau mal da. So, ich warte jetzt erstmal hier. Und dann werde ich erstmal schauen, ob da gute Frauen reingehen. Weil dann werden die ja, wissen die wenigstens gut, weil ich sehe ja mega gut aus. Ja. Ey, du bist eigentlich richtig schlau. Du wartest hier vor dem richtigen Luxusladen. Weißt du, und wenn die Frauen da hingehen, haben die auch richtig Geld, ne? Ja. Ist schlau. Ist schlau. Ey, Leontin, wir haben da 20 Minuten vom Laden gewartet. Da wurde nichts. Lass uns mal woanders hingehen. Ich habe vielleicht eine Idee. Komm mal mit, wir gucken mal hier noch weiter. Leontin, was ist denn? Ich habe eine Idee. Die andere hat mich schon Zahnlücken-Johnny genannt. Ich hab jetzt eine Idee, okay? Ja. Gib mir mal ein bisschen Geld kurz. Ja, Zahnlücken-Johnny. Ja, Zahnlücken-Johnny. Ich komme dann gleich wieder. Warte doch. Ja, warte, ich gebe dir Geld. Okay, ich warte hier. Ey, Leute, ich warte schon so lange auf Leontin. Das gibt's doch gar nicht. Ey, da bist du ja endlich. Ich glaube, ich hab mir die Kaugummi geholt. Ja. Ja, das ist hilft das gegen Zahnlücken oder was? Ja. Hä, wie? So, Leontin, du kaufst ja die ganze Zeit was. Was wird denn das jetzt? Lol, deine Zahnlücke ist weg. So, jetzt mit Klappen. So werde ich jetzt meine, die
Zahl erst klären. Alter, du bist ja geistreich. Einmal die Zahlengebäude weg, Leute. Schreibt mal 3000 IQ in die Kommentare. Lasst jetzt einen Daumen oben da. Ganz wichtig, kostenloses Abo, Leute. Alle jetzt den Kanal abonnieren und schreibt herzlich den Burger Pommes in die Kommentare. Tja, würde ich sagen, lass mal jetzt weiter, ne? Let's go. So, Marvin, ich jetzt erstmal auch alles alleine, weil mit den Dates klappt ja nicht so. Und die Freundin, die hat ja auch mit mir Schluss gemacht. Die werde ich jetzt auch später gleich blockieren. Ja, die hat einfach Schluss gemacht mit dir, ne? Ey, ich bin auch richtig sauer an deiner Stelle. Es geht auch gar nicht. Ja, dann fetzt mal das alles alleine weg hier, ne? Oh Mann, ey. So, Leontin, lass mal ein paar Takis fetzen. Ich fetze auch welche. Boah. Die sind mal richtig lecker. Dann fährst du mal den Po einmal auch weg, ne? Beenden wir jetzt erstmal das Video. Ich bin jetzt richtig stinksauer und richtig frustriert. Ja, weil die Scheier mit dem Schluss gemacht oder so. Leute, lasst einen Daumen nach oben da, kostenlos Abo. Schreibt mir ein paar Anmach-Tipps für Leontin in die Kommentare. Der hat ja sogar die Zähne gemacht. Ich würde sagen, das war's. Ciao, ciao.